Wir sind jetzt live und starten in das Nachmittagsprogramm von der Power BI Summit. Und ja, wie ich sehe, seid ihr auch schon wieder alle mit dabei. Wir sind schon wieder über 200. Das freut mich sehr, dass ihr auch am Nachmittag hier noch mit bei der Power BI Summit mit dabei seid. Und ja, was ich sehe, ist, dass ihr auch an den Sponsorständen reichlich ja, Besucher wart und dass ja, einige Sponsoren von uns auf jeden Fall zufrieden sind mit ihrem Publikum und auch mit den Anmeldungen. Das freut mich natürlich sehr, dass wir da für Teilnehmer und Sponsoren hier eine schöne Plattform stellen können. Okay, aber jetzt zu dir, Mirko. Ich denke, du hast alles jetzt parat. Man hört und sieht dich und deine PowerPoint-Folie. Falls noch Probleme auftreten sollten, dann melde dich kurz. Wir sind hinten in der Regie und ja, dann sage ich Bühne frei und ja, bis zum Q&A. Super, danke. Heute, ich habe das Thema Datenprodukte mal mitgebracht und dort mit dem Schwerpunktthema jetzt erstmal Power Apps und Power BI. Also schauen wir mal rein. Kurz zu mir, Mirko Peters ist mein Name, gerade frischer Vater seit 4 Monaten geworden. Ich arbeite bei der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft. Wir sind Teil von der Klett-Gruppe, die man wahrscheinlich eher kennt durch die Schulbücher, zumindest die, die auch schon Eltern sind. Wir sind aber für den Bereich Fernschulen zuständig. Auch dort sind die Marken vielleicht bekannt. Studiengemeinschaft Darmstadt, SGD, ILS, Euro-FH, Wilhelm Büchner Hochschule und so weiter. Und ich arbeite dort als Datenarchitekt. Die Frage ist, warum eigentlich Datenprodukte? Also Datenprodukte sind ja erstmal Softwareprogramme, die dazu genutzt werden, um Prozesse zu automatisieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Was nutzen wir? Dann nutzen wir halt vorhandene Datensätze, aber wir sind dort als Unternehmen auf verschiedene Probleme gestoßen und wie man das dann so macht, sind wir dann zu der Geschäftsführung gegangen und haben einen Pitch gemacht und haben im Endeffekt 4 Kernpunkte rausgearbeitet. Wir wollten die Beschleunigung der Entscheidungsfindung erhöhen. Wir brauchen, wir wollen Trends und Muster im Kundenverhalten erkennen, vor allen Dingen für unseren einen Stakeholder Marketing. Wir wollen Prozesse automatisieren und ablösen aus Excel und Co. Und natürlich auch, wie unsere Kunden und mit unseren Produkten bzw. Dienstleistungen interagieren. Dazu habe ich ein Tool mal mitgebracht. Wir nennen es das KPI Management Tool. Bei den KPIs geht es uns darum, zu verstehen oder die Leistungskennzahlen abzubilden und diese auch zu ergänzen bzw. zu bearbeiten und auf die verschiedenen Unternehmensstruktur abzubilden. Als Beispiel habe ich hier mal eine Unternehmensstruktur mitgenommen. Gruppe, das sind natürlich dann wir als DWG. Darunter haben wir dann unsere verschiedenen Institute, sei es die SGD, die WBH, die ILS oder die Apollon. Wir haben nochmal Divisionen, einmal B2B, B2C-Geschäft, jetzt auch noch B2G, also G in Richtung Governance, also Arbeitsämter und Co. Und die haben dann auch wieder Abteilungen. Eine Abteilung ist zum Beispiel das Team Marketing, dann haben wir das Team Sales, das dann vielleicht aus Direct und Telesales bestellt und das können wir in dem Tool erstmal abbilden. Das kann man hier anlegen, man kann sie strukturieren, kann man beschreiben und wir können sie in der Hierarchie einordnen, die dann nachher im Tool angezeigt wird. Das zweite ist, wir kriegen dann rein und dann sagen wir natürlich, wir müssen KPIs definieren. Hier haben wir zum Beispiel als ein Beispiel, nehmen wir hier unten wie lange ist die Zeit zur Conversion, welchen Status hat es, die hat gerade diese KPI, wie häufig ist der Intervall, in dem die KPI bemessen wird und wie ist es, ist kleiner, ist besser, ist größer, ist besser und so weiter, haben wir also die verschiedenen Anzahlen und so weiter. Wichtig, was wir nochmal haben, ist unsere hier die ersten beiden unter K1 gekennzeichnet. Um eine offene Diskussion mit unseren Leuten zu haben, haben wir gesagt, wir wollen alle KPIs anzeigen, also alle Geschäftsobjekte, damit du dich einlesen kannst. Du kannst aber auch diesen Haken dann rausmachen und du siehst nur deine einfach, um zu sehen,
Dass du einfach eine einfache Übersicht hast oder der Nutzer eine einfache Übersicht hat. Dann haben wir nochmal nur aktive Anzeigen. Also da man ja hier sieht, unten der letzte Status in Entwicklung ist natürlich nicht aktiv, weil diese KPI gerade noch definiert wird, würde dann rausfallen. Dann haben wir nochmal Geschäftsobjekte gegliedert, also in welchem Bereich bin ich. Bin ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in der Gruppe kann ich natürlich über alles hinweg, interessiert mich das vielleicht, bin ich aber Marketingleiter, möchte ich vielleicht nur die KPIs aus dem Marketing sehen, genau, und so weiter. Bei der K3 sehen wir, hier ist ein Objekt, Rücktrittsquote, die wir definiert haben. Hier ist aber noch kein Intervall hinterlegt. In der K4 ist mit Intervall. Wir sehen also, dieser Intervall ist monatlich und hier jetzt der 1.5. bis 31.5. läuft dieser Intervall, den wir brauchen zum Bemessen unserer Daten, beziehungsweise um es runterzurechnen auf die Zeiträume, zum Beispiel auf unsere Zeitlogik, Wochen, Tage, Year to Months und so weiter, kennt man ja sicherlich alles schon auswendig aus seinen eigenen Reports. Genau, ich hatte gerade eben die Status von KPIs genannt. Dort haben wir einmal in Entwicklung. Das ist quasi eine KPI, die wurde soweit, wurde gesagt, wie machen wir, die setzen wir um, ist aber noch nicht fertig. Dort kann man natürlich sehen, ist Entwicklung und dort sieht man dann auch, was fehlt denn noch, also eine Beschreibung oder die Kurzdefinition und so weiter. Dann haben wir die Vorschau. Die sind quasi, sind im DWH dann Zeit, also sind dann beim nächsten Upload-Intervall zu sehen. Dann haben wir noch die organisationsbezogenen. Die ist komplett produktiv, da läuft alles im Data Warehouse. Und dann haben wir noch vertraglich vereinbart. Vertraglich vereinbart sind im Endeffekt unsere Tochtergesellschaften, sind unsere Kunden. Wir haben aber auch externe Dienstleister, die Reports brauchen, zum Beispiel Bundesagentur für Arbeit, die neue Kennzahl definieren wollen oder Firmenkunden. Die können die dann eintragen, ist vertraglich vereinbart. Also wir haben mit denen ein Deal, setzen die um, können sie also diesen Status auch setzen. Die KPI-Übersicht, genau, also wir haben, hier die Z1, das ist quasi eine aktive Kennzahl, die kann jetzt einfach aus der Liste von den KPIs, die man sich jetzt gefiltert hat, anzeigen lassen. Ich kann dann hier auf K2 einen Intervall ausrollen, hier zum Beispiel wieder monatlich, und kann dann hier ein Ziel hintersetzen, zum Beispiel, ich möchte so und so viel Euro Umsatz machen und habe dann hier so eine Abweichungsrechnung. Wir haben jetzt zum Beispiel -5 oder +5%, das kann man auch einstellen. Haben wir jetzt standardmäßig hinter, die kann man aber ändern. Und hier kann man natürlich auch verschiedene Status zwischen ist kleiner, ist größer wählen. Wird dann immer von den jeweiligen Stakeholder der KPI halt auch vorgegeben. Bei der Erstellung von KPIs haben wir folgende Pflichtfelder, also den Titel, was ist es für eine KPI, dann haben wir das Algorithm der Kennzahl, wir haben den Typ und so weiter, bis hin runter ist es ein von Euro. Neu, was wir jetzt umsetzen wollen, ist, dass wir den Stakeholder noch mit reinnehmen, über das Active Directory, der dann für diese Kennzahl auch verantwortlich ist und dann auch mit dem Genehmigungsprozess durchläuft. Genau, der nächste Schritt, hier ist dann wirklich den Intervall komplett nochmal auszurollen. Ich kann also hier verschiedene, kann den Intervall auch mehrfach ausrollen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte den monatlich, wöchentlich und so weiter haben und kann dazu dann auch meine Plan- und Ist-Zahlen eintragen und habe so schon mal meine Zahlen, für die ich verantwortlich bin, drin in meinem System, die dann nächsten Tag dann auch übernommen werden und auf die Zeitlogik im Data Warehouse vorzufinden sind. Der zweite Teil ist, was auch daraus zum Teil gespeist wird, ist unser Metadatenkatalog. Metadaten sind für uns
oder aus mehreren Sichtweisen wichtig. Wir müssen immer gucken, von wem gucken wir. Ich gucke natürlich immer eher aus der Technikerperspektive. Dort interessiert mich zum Beispiel das Data Lineage Modell. Wo wird was mit welcher KPI gemacht? Das schauen wir jetzt gleich nochmal an. Aber auch für den jeweiligen Nutzer, dass er überhaupt weiß, was bedeutet denn die KPI, und der muss sich nicht erstmal durch 1000 Excel-Listen, Dokumentation blättern, sondern er hat alle wesentlichen Informationen vorliegen. Diese Metadaten hängen wir auch automatisch immer für alle Bilder unsichtbar hinten an die Reports oder an die Dashboards hinten mit an, sodass man da einfach reingucken kann, wenn man es erstellt und nicht noch ein anderes Modell braucht. Zum einen haben wir hier unser Data Lineage Modell. Bei dem Data Lineage Modell kann man durchgehen. Wir gucken, in welcher Version arbeite ich. Ich kann dann die ganzen Quellen mir angucken. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Spalten. Ich habe mich für Google Analytics entschieden. Hier sind aber alle unsere Kernsysteme, also die Quelldatenbank, aufgelistet. Ich kann das Schema aussuchen. Ich kann dann die Tabelle raussuchen. Kann dann auch weitergehen über das Schema Ziel, die Tabelle und die Spalte. Das sieht dann nachher unten so aus, dass wir hier sagen, okay, die Version der Daten hier ist die 1.2.0. Das Release Date war der 30.06.2022, sorry. Datenbankquelle ist hier wieder Google Analytics, wie oben schon gefiltert. Schemaquelle haben wir bei dem Thema nicht. Es ist in der Tabelle Sessions zu finden. Wir haben dann hier die Spalte, wie heißt sie, System, dann haben wir das Ganze nochmal in der Staging-Datenbank, wie heißt es in der Core-Datenbank, haben wir das nochmal aufgeteilt, hier haben wir keine Änderung vorgenommen und sieht dann im Ziel-Datenbank, also in der Core, wie unsere Daten ankommen und was für ein Zieltyp es ist, also zum Beispiel das Nummerwert, das ist ein Datum und so weiter. Das ist also das Data Lineage Modell, das, was wir jedem mitgeben. Jeder kann filtern. Als nächstes, jetzt habe ich natürlich gesagt, okay, ich habe Google Analytics Daten. Wie kompatibel sind die denn mit unseren anderen Daten oder Dimensionen und Fakten? Und kann zum Beispiel gucken, ich sage hier, Postleitzahlen sehe ich, ist nicht kompatibel, ist noch nicht verknüpft, kann ich also noch nicht wirklich sinnvoll nutzen. Hier sieht man dann quasi immer auch den Status, also kann das dann gucken. Jetzt ist natürlich Google Analytics wahrscheinlich kein gutes Beispiel gewesen, weil hier sehr viel noch nicht verknüpft ist. Und der nächste, das sind nochmal die Measures, die hat man ja eben im Tool gesehen, die holen wir auch nochmal rein, sodass man die auch direkt nochmal sehen kann und alle Daten dazu direkt zur Verfügung hat. Dann kommen wir auch jetzt schon quasi zum letzten Teil. Wie ist das Ganze umgesetzt? Wir haben uns für eine Low-Code-Anwendung entschieden. Aktuell ist es eine Power-App, auf dem das KPI-Management-Tool basiert. Es ist, ja, ich sag mal, Programmieren mit Drag-and-Drop. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich mal die Testzeit-Power-App, ich glaube, 30 Tage sind da kostenlos, die kann man sich mal angucken, also im Endeffekt kriegt das wirklich, also ist wirklich relativ einfach. Als anderes haben wir noch SharePoint. SharePoint hatten wir auch schon in ein paar Vorträgen gehört, im Endeffekt eine kleine Webseite. Wir nutzen dort vor allen Dingen die Tabellenfunktion, um einfach unsere Tabellen zu nutzen. Aktuell ist bei uns noch die Überlegung, ob wir das vielleicht ins Metaverse ziehen. Aber SharePoint, ich sag mal, jetzt für, wir haben keine bis 50 oder 100.000 Datensätze in der Tabelle, ist das vollkommen okay. Das ist schnell genug. Für größere Sachen überlegen wir natürlich jetzt langsam auch umzuziehen in ein weiteres System, das dann quasi das Metaverse ist. Dann haben wir noch natürlich unsere Azure SQL-Datenbanken angebunden, aus denen wir auch verschiedene Daten ziehen. Also im Endeffekt ist das Data Warehouse das Tool. Dort verwalten wir alle unsere Sachen. Wir haben nochmal einen kleinen, für uns nicht so relevant, wir haben davor nochmal eine Stufe eines Data Lakes, den wir aber nicht unbedingt benötigen.
Aber gucken wir uns das nochmal an. Wir hatten ja eben gesagt, wir haben hier diese Berechtigungsgruppen, die eben ja nochmal ausführlicher erklärt hatte. Hier haben wir jetzt die Unternehmensstruktur abgebildet und können die mit dem Azure Active Directory oder Active Directory, wenn man es jetzt nutzt, können wir das verknüpfen. Und dort haben wir relativ schön, oder viele Unternehmen pflegen das ja auch sehr gut, dass wir dort die Unternehmensstruktur schon abgebildet haben. Jetzt kann ich sagen, okay, ich gebe alle Berechtigungen auf das Institut, auf Institutbasis, und kann dann auf die Marketingabteilung bis zum einzelnen Mitarbeiter als Leiter und so weiter, kann ich dann die Berechtigungen herunterbrechen, können die hier zuordnen. Das ist dann eine Admin-Funktion, die dann quasi der Tool, der Tool-Admin nutzen kann, um dann diese Verknüpfungen herzustellen. Und so können wir auch weitere Institute angliedern. Das heißt, wenn wir jetzt auf eine neue Abteilung und so weiter, wir sind ja auch stetig im Wandel mittlerweile, das ist quasi dann unser Vorteil. Heißt auch dann wiederum, dass wir anhand dessen die Berechtigung auf die KPIs vergeben. Entschuldigung. Auf die KPIs vergeben, dass dort wirklich auch nur derjenige, der ein Bearbeitungsrecht hat, seinen Vorgesetzten fragen kann, darf ich das auf meiner Ebene, die KPI, ändern? Und das wird quasi diese Berechtigungskonzept, und das Berechtigungskonzept läuft über Azure Active Directory mit der Verknüpfung, die wir hier auf diese Ebenen anstellen. Wir haben auch noch hier, habe ich jetzt nicht drin, man kann auch externe Dienstleistern Freigaben geben. Diese Freigaben sind auch nach der Rechte im Azure Active Directory angelegt. Also kann wer da was als Externer in unseren Reports sehen. Genau, was schon angesprochen worden ist, normalerweise braucht man eine Power BI Lizenz. Wir haben noch dort einen anderen Self-Service. Man kann auch hier nochmal in anderen Ebenen auch nochmal einfach E-Mail-Reports freigeben, die dann einfach automatisch über Power BI Premium generiert werden. Die laufen einmal täglich durch, die Prozesse mit den jeweiligen Berechtigten und Stakeholdern, die auch aufs Active Directory zugreifen, und werden so weitergegeben. Jetzt schon der letzte Teil. Wir haben ja auch neben dem Active Directory nutzen wir auch SharePoint. SharePoint, hier speichern wir, wie gesagt, hier die Daten, die wir hier haben, die speichern wir einfach Beschreibungen oder sei es der Intervall, das speichern wir alles einfach in SharePoint, weil es ist schön günstig. Aktuell wollen wir eine Transformation ins Dataverse machen, weil es einfach schneller ist und wir eine leichtere Verwaltung unserer externen Dienstleister haben. Das Schöne daran ist, auch wie die Power App, gibt es von Microsoft einen Migrationsservice. Dieser Migrationsservice erlaubt relativ einfach den Umzug von SharePoint-Tabellen und SharePoint-Files, Bildern, was weiß ich, Logos rüber ins Metaverse und genauso auch mit Power Apps. Die lassen sich auch super gut in Power Pages integrieren. Heißt also, dort kann man dann wirklich mit Power Pages dann auch ein Portal für Externe zur Verfügung stellen, die auf die Daten in ihrer Ebene halt auch zugreifen müssen. Das Ganze wird auch über den Microsoft, wir lösen es zumindest auch mit dem Azure Active Directory Login Service. Dort kann dann der Nutzer, wenn er die E-Mail hat und dort hinterlegt ist im System, werden einfach die Daten gezogen und die zugeordnet. Genau, soweit im Schnelldurchlauf schon mal dazu. Genau, jetzt aber natürlich, denke ich, werde jetzt gleich mal den Screen suchen. Gibt es noch die ein oder andere Frage? Ansonsten auch gerne einfach mal hier abscannen und mal auf meiner Seite bei, ist das noch, LinkedIn vorbeischauen. Da bin ich auch relativ viel aktiv und ich werde jetzt mal, weil meistens sehr viele Fragen kommen bei dem Thema, werde ich mal schauen, ob ich jetzt hier das Bild wiederfinde, um mich selbst wieder anzuzeigen. Ja, hier bin ich und würde jetzt einfach mal mit euch gerne sprechen, was euch so interessiert, ob das Thema spannend ist, wie ihr da zum Thema Self-Service steht. Ich hoffe, dass das moderiert. Ich werde es gleich sehen. Servus. Servus. So,
Gut, dann schauen wir mal in den Q&A-Bereich. Natürlich haben alle ihre Fragen in den Chat reingepostet. Also, für die Leute, die noch Fragen haben, ihr habt jetzt die Möglichkeit, noch in den Q&A-Bereich eure Fragen zu stellen, denn dann können wir sie nämlich auf die Bühne holen. Aber ja, kannst du mal kurz einblenden, die erste Frage, leider zu spät gekommen. Wie kann man zur Data, ja, das kannst du beantworten wahrscheinlich. Genau, also im Endeffekt. Das ist ja auch noch eine Frage. Okay. Aber erst Mirko, du. Genau, also wir haben im Endeffekt, also wir haben natürlich mehrere Logiken dahinter. Im Endeffekt schauen wir in die Systeme, also ins Kernsystem, was uns angeliefert wird, was wir dort haben, und übergeben dann mit einem Identifier das immer durch die Systeme durch und beschreiben dort oder haben dort, sehen dort ja die Transformationen bei uns in der SQL-Datenbanken, sehen also, ob dort eine SQL-Transformation stattgefunden hat, oder wir nutzen davor, um die Daten zu holen, Azure Data Factory. Auch dort habe ich die Option, die Daten über die Schnittstelle abzufragen und zu gucken, was passiert. Und ja, dann ist da als letzte Stelle bei uns noch Analysis Service. Auch dort auch wieder eine Schnittstelle, kann ich auch wieder abfragen, da ich ja den Identifier auf jede Ebene den gleichen durchreiche. Über die connecten wir die dann. Also quasi Identifier und Source. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Dann haben wir noch eine Frage. Der Dennis hat die Frage für den Sebastian hier mal reingeschrieben. Ich arbeite parallel gerade mit dem Dataverse for Teams, um ETL-Prozesse für unsere Daten zu designen. Mein Plan ist es, Dataverse an Power BI anzubinden. Geht das ohne Probleme? Die Anbindung geht auf jeden Fall erstmal relativ einfach. Es ist natürlich auch immer eine Frage, welche Rechte habe ich? Bin ich Administrator? Was hat meine Company eingestellt? Dort gibt es ja dann auf verschiedenen Ebenen verschiedene Zugriffsrechte. Das kann natürlich zum Problem führen, aber als Standard, als Standard-Connector nenne ich es mal, von Microsoft, wenn man dort alle Rechte hat, geht es relativ einfach. Kriegt man, glaube ich, hin, wenn man sich in die, wie heißen sie denn, die Microsoft Learn-Inhalte anguckt, geht es relativ gut. Dann vielleicht Dennis hat eine Frage: Wann habt ihr mit dem Produktthema gestartet? Also wir haben also quasi ein Kernsystem, ein ERP-System, das haben wir seit über 20 Jahren, was auch quasi unsere Kerndaten liefert. Dort, das ist relativ gewachsen, wie gesagt, eigentlich ein ERP, was aber auch CRM und Marketing-Tool missbraucht worden ist. Das sind wir jetzt so ein bisschen am Auseinanderbauen. Spannend ist da, dass wir da auf verschiedene Herausforderungen stoßen, dass wir auch mal alte Modelle überarbeiten können. Wir sind vor anderthalb Jahren gestartet, haben aber mit einem MVP begonnen, also haben einfach eine Machbarkeitsstudie geguckt, haben daraus alles gelernt, was man nicht machen sollte, und haben dann im zweiten Satz jetzt über einen Monat, also wir haben 1. Februar 2022 mit dem Produkt, also mit dem Data Warehouse komplett gestartet und auch relativ früh das KPI-Management-Tool mit als erstes gemacht, weil das für uns eine wichtige Angelegenheit war, weil wir einfach in diesen Vorgesprächen gemerkt haben, was auch, glaube ich, eben schon mal das Thema aufgekommen ist in einer anderen Session, dass doch Leute und Stakeholder ihre KPIs unterschiedlich definieren, andere Beschreibungen haben, aber dasselbe meinen, oder dass dieselbe KPI nennen, aber eine unterschiedliche Vorstellung darüber haben. Deswegen war das für uns ein relativ wichtiges Tool. Das war eins unserer größten Learnings. Dann haben wir noch eine Frage. Kann ich in einer Power-App Canvas PBI präsentieren oder geht das nur in Power-Pages? Ja, hätte ich noch ein anderes Beispiel gehabt, was wir gemacht haben. Was wir gemacht haben, ist quasi eine Anfragetool. Dort haben wir die App in Power, wir haben es eigentlich umgekehrt gemacht, aber es geht auch andersrum. Also wir haben dort integriert in den Report eine Power-App, die Beschreibungen zu aktuell erreichten Kennzahlen macht
und den Stand speichert, sodass ich das automatisch rausschicken kann, beziehungsweise einen Vorgesetzten schicken kann und dieser Report dann mit Erläuterung rausgeschickt werden kann. Also ja, das geht. Und umgekehrt haben wir das relativ viel in Einsätzen, dass wir auch umgekehrt in der App einige Power Apps, heute, die Power BI-Lösung angezeigt haben, die auch interagieren. Dort ist es allerdings tatsächlich, vor kurzem erst hat Microsoft einen Bug behoben, dass die individuellen Zeitlogiken, die man über DAX anlegt, die hat er nicht übernommen. Das geht aber mittlerweile auch. So, noch mehr Fragen. Wie optimiert ihr Refresh-Tempo für Dataverse-Daten? Für mich sind sowohl Dataverse als auch BC-Daten suboptimal. Mhm. Hierbei muss man einfach unterscheiden. Wir haben im Endeffekt mehrere Strukturen. Wir haben in Daten, die werden die werden einfach einmal die Woche eingespielt. Haben wir eigentlich kein Zeitthema. Wir haben aber auch, und das ist quasi nach einem Push-Verfahren, wenn es geändert wird in einigen Apps, die wir gebaut haben, wird automatisch ein Push mitgegeben und gesagt, es muss neu beladen, beziehungsweise das Delta muss neu beladen werden. Okay, schauen wir nochmal runter. Max, kannst du noch ein bisschen runter scrollen? Was haben wir denn noch? Okay, hast du auch Erfahrung mit Power Apps und Power BI für Kommentierungslösungen? Genau, also es ist quasi eine Lösung, die wir gebaut haben. Es ist im Endeffekt fürs Marketing-Tool oder für die Marketing-Abteilung, die reporten muss. Und diese Reports müssen freigegeben werden. Und dort haben wir eine Lösung gebaut, dass man die ich nenne es jetzt mehr per Drag and Drop. Also im Endeffekt kann man die KPI rüberschieben mit dem Zeitstempel, den man gesetzt hat. Der wird dann eingetragen und kann dann einfach kommentieren. Also jetzt noch nicht ganz, ganz schön, weil wir natürlich nicht die schöne Visualisierung noch nicht rüberziehen können. Aber man kann natürlich den Report mit dem Zeitstempel einfach mitschicken. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, was wir gemacht haben. Ich hatte eben den Metadatenkatalog vorgestellt. Wir haben natürlich auch eine Anwendung, das ist, wenn man das sieht, es gibt so einen kleinen Pin, den man anhaken kann, den man an den Reports in Power BI sieht. Dort kann man auch mit eigenen Daten einfüllen und so kann sehen die Leute dann zum Beispiel auch, was die Stakeholder zu der jeweiligen KPI geschrieben haben, also was ist eine Anfrage. Und dann aber immer auf der Logik, mit der ich eingeloggt bin, was wir eben in der Hierarchie gesehen haben. So, Thomas hat noch eine Frage. Er fragt eigentlich, macht ihr das als Consulting-Projekt oder als fertiges Produkt? Weil es beides nicht. Das Ganze ist einfach also wir sind ja, wir haben dann noch eher als Consultant-Produkt, aber im Endeffekt bauen wir natürlich wir haben die Anforderungen von aus dem MVP mitgenommen, die unsere Stakeholder haben und bauen das jetzt einfach mit Power Apps für unsere Töchter. Genau, also es ist weder ein großartiges Produkt, noch haben wir da wirklich ein Consulting dahinter. Es ist einfach ein Produkt, was so entstanden ist aus den Anfragen unserer Stakeholder. Okay, ich glaube, die Frage war eher, wo kann er was kaufen? muss ich da mit meinem Chef sprechen, ob wir es freigeben dürfen? Der Dennis von den Datenpionieren baut es sicher nach. Okay, aber ist mir schon klar, ne? Also das ist nicht euer Kerngeschäft und darum geht es ja dann auch heute im Endeffekt nicht. Okay, vielleicht haben wir hier noch vom Viktor eine Frage. Vielleicht können wir die nochmal einblenden. Wenn man über eine Power-App Power BI Reports integriert und freigibt, braucht jeder, der auf die App Zugriff hat, auch eine Power BI Pro-Lizenz? Jein. Jein kennt man. Jein ist natürlich immer eine ganz, ganz angenehme Antwort.
Es gibt unterschiedliche Ansätze. Im Endeffekt können wir aus Power BI bzw. aus dem Analysis Service die Daten ziehen und dort anzeigen. Dann übergehen wir einfach den Schritt, dass wir Power BI bräuchten. Natürlich braucht man auch für die Power App, braucht man natürlich auch wieder unterschiedliche Lizenzen. Ist dann natürlich auch immer eine Frage, wie man das macht. Also wir haben halt einfach uns das als Unternehmenslösung für alle, genauso wie Power BI gegönnt. Deswegen ist es für uns nicht so die große Frage. Für die externen haben wir es so, dass wir Power Pages zukünftig nutzen. Da haben wir auch schon erste Tests gemacht. Dort werden auch die Daten dann direkt initial einmal am Tag geladen und bearbeitet und zur Verfügung gestellt in den jeweiligen Tools, die jetzt von den externen Audits und was weiß ich was genutzt werden. Okay, ich glaube, dann sind wir durch. Sehr gut. Mirko, wenn man mit dir nochmal persönlich sprechen möchte, dann würde ich sagen, du setzt dich einfach an den Tisch an die Lobby und die Leute können noch fünf Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen. Ja, oder? Gerne. Ja, kein Problem. Ja, sehr schön. Super, bis dann. Servus, Berti, ciao. Also vielen Dank für den Vortrag und ein bisschen Applaus wäre gut. Ne? Also Mirko hat auch kostenfrei hier mit teilgenommen und ich würde sagen, dann sehen wir uns an den Tisch der Datenpioniere und wer Mirko noch Fragen stellen will, kann es dann ganz privat machen, ohne Aufzeichnung und ohne Publikum. Und nicht vergessen, um 14 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Vortrag und zwar haben wir die Rheinland-Versicherung mit dabei. Und wer darauf Lust hat, der ist pünktlich um 14 Uhr wieder da. Wir sind hoffentlich auch pünktlich um 14 Uhr da. Also wir sind gespannt, ob wir es dieses Mal schaffen. Also vielen Dank dir nochmal, Mirko. Und ja, den nächsten Vortrag moderiert auch der Dennis an. Deswegen sage ich bis zum Expert Circle und bis gleich.